Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum krassesten, aufwendigsten Simulator, den ich bekommen konnte. Wirklich, ich habe mich drum gerissen mit zigtausend anderen Leuten. Und zwar wollen wir heute Robot Vacuum Simulator 2013 spielen. Natürlich in der Deluxe-Ausführung, Deluxe Edition heißt das Ganze. Das heißt, wir haben die Kampagne umfangreich wie nie. Wir haben den Duel-Modus und wir haben natürlich den Exit-Button. Der wird aber am Ende des Let's Play ist noch wichtig, den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich würde sagen, wir drücken einfach mutig, wie wir sind, auf den Kampagnen-Button, der noch nicht mal ein Button ist, und sind jetzt hier am Start. Wir sehen jetzt hier unsere Drei-Zimmer-Wohnung. Wir haben natürlich die Deluxe Edition, habe ich ja gerade schon gesagt. In der normalen Edition gibt es nur die Einzimmer-Hartz-IV-Wohnung. Das ist natürlich etwas traurig. Allerdings haben wir natürlich die Bonzen-Villa-Wohnung mit drei Zimmern und das beinhaltet halt unter anderem die Deluxe Edition. Und ja, so, wenn ich hier mal so anfangen darf zu kommentieren. Es ist so, wir haben natürlich hier auch sehr, sehr krasse Grafik und so am Start. Ich würde mal behaupten, dass sich die Grafik so auf dem Niveau von Battlefield 4, Assassin's Creed 4, Black Flag und so weiter, COD, Ghost und so weiter, auf diesem Niveau bewegt sich das definitiv. Das sieht jemand mit Tomaten auf den Augen oder ein Blinder mit Krückstock. Hier haben wir jetzt links, seht ihr hier so eine sehr stylische Skulptur aus Stahl oder verchromt natürlich das Ganze, und wir bewegen uns jetzt hier an der Wand vorbei über den teuren Edelholzboden Richtung nächsten Müll oder Dreck oder was auch immer da von der Hausparty von gestern noch auf dem Boden rumliegt. Das müssen wir jetzt alles hier aufsaugen. Im Hintergrund spielt die Jazzgruppe Kleine Füchse und das ist jetzt natürlich sehr abwechslungsreich. Wenn man gerade nach 8 Stunden aus dem Büro kommt, dann möchte man unbedingt diesen Simulator spielen. Es ist einfach das Beste, was es gibt nach der Arbeit. Möchte man hier so Moleküle aufsammeln oder keine Ahnung, ich schaue aus wie aus dem Biounterricht. Vor uns haben wir jetzt eine sehr edle Topfpflanze, die knackscharf, also wirklich knackscharf dargestellt wird hier. Mein PC schon am Ruckeln, weil die Grafik so heftig ist. Aber wir spielen dennoch auf Ultra, das muss natürlich sein. Und jetzt auch diese Verzerrung, die gehört einfach mit dazu. Das ist einfach Realismus pur hier. Und ich muss auch sagen, so von der Einrichtung her würde ich sehr modern sagen. Auch hier so mit diesem knackroten, tomatenroten, feuerwehrroten etwas. Ich glaube, das soll eine Musikanlage darstellen. Aber es erkennt man natürlich bei dieser Grafik sofort, was es darstellen soll. Das ist einfach Tatsache. Die Steuerung ist sehr umfangreich, muss ich sagen. Da ist auch hier so in der Anleitung so ein sehr umfangreiches Beilagebuch dabei, dass man sich bloß nicht vertut mit der Steuerung. Und zwar ist W für vorwärts, S für rückwärts, was wir wahrscheinlich nie brauchen werden bei dem Tempo, A für links und D für rechts. Die Maus, die ist hier einfach so im Bild, ich weiß auch nicht. Und jetzt haben wir hier sogar so eine kleine Steigung, die unser 20 PS Roboter hier natürlich sofort überwindet. Der hat ja Power ohne Ende hier. Und ich glaube, jetzt sind wir hier in dieser sehr modernen Küche, die irgendwie mit kackbraunem Holz ausgestattet ist und milchfarbenen Wänden. Oh Gott, ey, das ist so geil hier. Jetzt haben wir hier irgendwie, soll es ein Fenster darstellen oder ein Bild? Ich gehe jetzt mal von einem Fenster aus. Es könnte New York sein, wenn man so jetzt mal ganz kreativ ist, könnte es New York sein. Das heißt, wir sind hier in so einer Drei-Zimmer-Bonzen-Wohnung in New York am Start und spielen jetzt einen Staubsauger, der hier den Müll von den kleinen Kindern wegmachen muss. Und jetzt hier bewegen wir uns Richtung Kühlschrank aus Edelstahl. Inhalt ist wahrscheinlich Bier und Alkohol. Noch von der letzten Hausparty haben sie leider alle schon ausgetrunken. Der Nachschub ist wahrscheinlich im Keller oder die sind gerade unterwegs und holen Nachschub. Das kann natürlich auch sein.
Und jetzt müssen wir hier aufpassen. Da vorne wird es eng. Unser Roboter ist doch relativ fett. Ich weiß gar nicht, ob wir da durchpassen. Aber YOLO schaffen wir schon. Sonst geht halt hier der Designerstuhl dann doch im Arsch. Aber es geht schon hier. Easy. Und ja, ich muss sagen, das Spiel ist doch sehr aufwendig gestaltet. Man sieht sehr, sehr detailreiche Sachen. Zum Beispiel hier ein Regal, wo nichts drinsteht. Das ist einfach detailreich und einfach mit sehr, sehr viel Liebe dargestellt, das muss man sagen. Jetzt, ich kann mich gerade nicht entscheiden, sollen wir erst ins Badezimmer, wo die nackte Frau gerade duscht, oder ins Badezimmer, oder ins Schlafzimmer-Fail, wo gerade zwei rummachen. Ich glaube, wir nehmen erstmal das Badezimmer und danach widmen wir uns den zwei Leuten, die gerade im Bett rummachen. Mal schauen, was da so abgeht. Die Toilette, das schaut schon, also es ist wirklich von einem stilvollen Designer wurde das Ganze kreiert, auch das Waschbecken mit einer rechteckigen, mit einem rechteckigen Abflussrohr, das ist natürlich auch sehr geil. Und man beachte auch die Dusche. Die Dusche ist der Oberhammer. Ja, wenn man duscht, fließt das ganze Wasser durchs ganze Badezimmer. Das heißt, man muss eigentlich nicht mehr nass wischen. So mag ich das. Hier am Abfluss tummeln sich natürlich auch die ganzen Schamhaare. Es ist natürlich immer so, deshalb müssen wir da gleich nochmal drüber. Ich komme ja nicht weg von dieser hässlichen Wand. Und ja, wie ich schon sagte, wenn man hier duscht, steht das ganze Badezimmer unter Wasser. Das ist natürlich sehr praktisch, da braucht die Putzfrau nicht hier noch nass wischen. Und ich bewege mich jetzt hier am Klo vorbei. Ach so, muss ich lenken. Okay, rückwärts muss man andersrum lenken. Das wusste ich jetzt nicht. Ich habe nämlich die Anleitung nicht durchgelesen. Hier sehen wir eine etwas matschige Textur von einer Holztür, soll das, glaube ich, darstellen. Ist ein bisschen misslungen, würde ich mal sagen. Da ist die Battlefield 4 Grafik dann doch nicht so krass und geil, wie es am Anfang erwähnt hatte. Und ja, jetzt bewegen wir uns ins Schlafzimmer mit der tollen blauen Wand und dem Designerbett natürlich. Es ist natürlich sehr edel gemacht mit dieser gekrümmten Stange, die da unterm Bett als Gestell dienen soll. Ja, und da vorne hängt natürlich noch ein schönes Gemälde von irgendeinem Künstler. Das schauen wir uns gleich nochmal genauer an, weil es so schön ist. So, meine Freunde, jetzt schauen wir uns einfach mal dieses tolle Gemälde an, was da hängt. Jetzt sieht man sogar ins Badezimmer durch, das ist so eine... Es ist eigentlich keine Wand, es soll nur eine Wand darstellen. Und man sieht einen Hasen, der an einem Laptop sitzt. WTF. Er spielt wahrscheinlich gerade Battlefield 4 und wir spielen gerade diesen tollen Simulator. Ist natürlich sehr detailreich gestaltet, das Ganze hier unterm Bett liegen natürlich die ganzen Flusen rum und die ganzen Wollmäuse, die wir jetzt alle einsaugen müssen. Und im Hintergrund spielt immer noch der wilde Fuchs, oder wie hatte ich die Gruppe vorhin genannt? Ich habe keine Ahnung, hab's leider vergessen, weil es so spannend ist. Und ja, jetzt widmen wir uns dem letzten Staubkrümel, der da hinten in der Ecke vom Schlafzimmer rumgammelt. Und jetzt drehen wir uns gekonnt rechts um und bewegen uns Richtung Tür. Achso, da ist noch ein Krümel. Und jetzt können wir das Kunstwerk nochmal in ganzer und voller Pracht bewundern. Es sind, genauer gesagt, drei grüne Kleckse inklusive einem blauen Hintergrund überpinselt mit weißen Flecken, die wohl Wolken darstellen sollen. Es könnte auch von einem Grundschüler gemalt sein, aber das lässt sich jetzt nicht auf diese weite Distanz erahnen. Das müsste ich jetzt etwas näher mir angucken, aber dafür habe ich jetzt leider keine Zeit, denn hier ist ja noch ein Staubkrümel, den wir einsaugen müssen. Und jetzt komme ich an diesem hässlichen Bettgestell nicht vorbei, macht aber nichts. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt alles schon eingesaugt haben oder nicht. So wie es aussieht schon. Wir hatten, glaube ich, die Küche hatten wir. Hier das Wohnzimmer ist auch schon picobello am Start. Ich würde sagen, wir bewegen uns jetzt einfach mal zur Aufladestation, die da vorne sehr detailreich natürlich auch hingemacht wurde. Und ja, so, ja, weil was können, fahren wir einfach rückwärts da gleich mal rein. Warte, dann muss man so das drücken, genau, das ist die Kunst an der ganzen Sache. Mal schauen, ob ich die Aufladestation treffe, ich glaube fast nicht. Ah, knapp. War knapp. Ah, nee, da ist die Scheiße. Ich dachte, ich wäre fast drin, aber war ich dann doch nicht. Sehr schade.
probieren wir es einfach nochmal und quetschen uns hier rein. Und ich verstehe jetzt gerade nicht, warum es nicht weitergeht. Ich würde zu gerne noch den Rest dieses Spiels spielen, aber ich glaube, dass... Also, ach Gott, ey, ich frage mich wirklich, was sich der Typ, der dieses Spiel programmiert hat, was sich der bei dieser Erstellung von diesem Spiel gedacht hat, ernsthaft. Aber da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Also, ich hoffe, euch hat dies angezockt gefallen. Viel Spaß euch noch mit meinen weiteren Videos und haut da rein, macht's gut und ciao.